So, C# 9 und .NET 5. Wie schaut jetzt mit Windows Forms aus? Wurde das Versprechen gebrochen oder gehalten, dass wir jetzt einen Designer bekommen für .NET 5 und Windows Forms? Oder bleibt es wieder dem .NET Framework vorenthalten oder vorbehalten? Gut, mal nachgesehen. Neues Projekt hinzugefügt und wir suchen nach Windows Forms. Windows Forms. Und lassen Visual Studio mal suchen. Das habe ich schon mal schneller gesehen. So, Windows Forms, .NET Framework oder .NET. Also ganz spannend, wir sehen hier kein .NET Core. Wir sehen hier entweder Windows Forms unter .NET Framework, so das gute alte .NET Framework, war vermutlich in der neuesten Version schon klar, und hier haben wir .NET. Hier steht nicht mal .NET Core. Ja? Das heißt, ich gehe mal davon aus, das wird .NET 5 sein. Und das wollen wir gleich ausprobieren. Neu. Hello Forms. So, Startprojekt kurz festlegen. Visual Studio macht uns alles. Na. So, rechte Maustaste, Startprojekt festlegen. Rechte Maustaste, Eigenschaften. Nein, nicht vom Formular. Rechte Maustaste, Properties. So, Target Framework, .NET Core 3.1. Schon wieder. Okay, egal. Machen wir mal .NET 5 draus. Speichern. Und play. So, voilà, wir haben hier eine Windows Forms Applikation, die unter .NET 5 läuft. Und wir haben hier einen Designer für Windows Forms. So, also Button reinziehen, Textbox reinziehen, IPA, alles wie gehabt, alles wie gewohnt. Click Event Handler. Ja, alles wieder da. Also diesmal wirklich mit dem neuen Visual Studio Update 16.8 oder sowas. Nochmal nachgesehen. Haben wir jetzt endlich wieder einen Designer. 16.8, genau. Endlich einen Designer für Windows Forms, wenn wir unter Core entwickeln. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.